Das ist auch so, also Point and Click, ja, mag ich ja schon gern. Jetzt kann ich hier, kann ich hier. Nein, wir dürfen immer noch nicht. Ich mag so Point and Clicks ja sehr. Das ist jetzt nicht so ganz Point and Click. Aber es ist manchmal auch dieses hin und her und hin und her und. Bisschen wie bei Wimmelbildspielen, da werde ich auch wahnsinnig. So, Kollege. Ich glaube, ich habe deinen Bruder gefunden. Er schien nicht gerade erfreut, mich zu sehen. Ja, sie haben meinen großen Bruder gefunden. Er hat mich beschützt, seit wir klein waren. Ich weiß, ich überschreite wahrscheinlich meine Grenzen, aber wärst du bereit, mit ihm zu reden? Ich glaube nicht, dass er mir alleine etwas erzählt. Soll ich Ihnen helfen? Wissen Sie, Sie wiederzusehen hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich habe beschlossen, dass ich nicht hier sitzen und ignorieren kann, was passiert ist. Selbst wenn es alle verheimlichen wollen, was ist denn hier los, Mann? Sprachgulasch heute wieder. Ich muss verstehen, warum meine Familie sich so seltsam verhält. Sogar mein eigener Bruder hält mich im Dunkeln. Ich habe es satt. Sicher, ich komme mit ihnen. Wenn ich allein gehen würde, würde er mir wahrscheinlich auf den Kopf hauen und mich wegschicken. Wie so ein Neandertaler. Aber wenn sie mit dort sind, bin ich sicher, dass er mir von meinen Eltern, der Maske und allem erzählen wird. Bist du sicher, dass du das willst? Manchmal ist nicht zu wissen besser, Mai. Nein, keine dumme kleine Mai mehr. Ich bin lieber verletzt und weiß es, als glücklich und unwissend. Wenn man aber unwissend ist und das weiß, dass man unwissend ist, dann ist man auch nicht glücklich. Ne? Aber bevor wir gehen, schauen wir doch mal nach Oma. Wenn sie nicht weiß, wo ich bin, kann es sie in letzter Zeit richtig auf die Palme bringen. Okay, wir machen einen kurzen Zwischenstopp beim Haus. Danke. Na endlich, können wir die Oma noch mal besuchen. Da Oma, da Oma, la 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 la. Oh, was ist das? Lag das vorhin auch schon hier? Eine tote Krähe liegt mitten auf der Straße. Der kleine Körper ist in einem schlechten Zustand des Verfalls. Mit getrocknetem Blut bedeckt. Die Maden haben begonnen, an seinen Überresten zu fressen. Geil. Geile Info. Kann jetzt damit zwar nichts anfangen, aber gut. Wissen wir Bescheid. Ich sagte, keine Besucher, lasst mich in Ruhe. Oma, ich bin es. Bitte mach die Tür auf. Mai? Oh, Mai, du bist es. Bitte komm rein. Ja, komm rein. Okay. Wir sind beide weg, oder was? Ach nee. Moment, was macht sie hier? Es ist okay, Oma. Sie ist hier, um zu helfen. Helfen? Bring mich nicht zum Lachen. Du solltest mir doch helfen, erinnerst du dich? Ich habe etwas gespürt und du wolltest mich von meiner Vergangenheit erlösen. Erlösen? Redest du von der Maske? Sprich nicht über dieses schreckliche Ding. Wie weit du auch gehst, ich spüre es immer noch. Wie Nadeln in meiner Haut, die mich dorthin schleppen. In meinen Träumen kann ich immer noch diesen Ort sehen. Haben Sie es auch gesehen, Detective? Ein dunkler Ort, an dem die, die wir verloren haben, wohnen. Ich bin so alt und habe so viel Zeit vergeudet, dass der Schmerz nicht weggeht. Meine arme Emiko. Ich vermisse sie so sehr, wenn ich sie nur gefunden hätte. Emiko, du meinst Mom? Sie finden? Wovon redest du da? Sie ist weg. Takashi erzählte mir, dass sie nach meiner Geburt starb. Ja, natürlich. Du solltest nicht nach solchen Dingen fragen, Mai. Ohne diese Frau wärst du sicher im Schrein. Nein, Oma, du irrst dich. Ich bin nicht sicher, während alle mich anlügen. Ich gehe zu Takashi. Wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, wird er es tun. Mai, hör auf dich selbst. Du musst aufhören. Mai, hör auf dich selbst. Und dann aber sagen, du musst aufhören. Wunderbar. Die Tür zur Vergangenheit zu öffnen, wird nichts lösen. Seit du klein warst, habe ich alles getan, um dich und deinen Bruder zu beschützen. Bitte gehen Sie nicht diesen Weg. Bitte geh nicht diesen Weg. Es ist manchmal ein bisschen blöd übersetzt, aber egal. Du siehst ihr so ähnlich, weißt du? Deine Mutter. Und sie, Detective. Vielleicht ist meine Enkelin zu naiv, es zu sehen, aber du kannst es mir nicht verheimlichen.
Ich weiß, was du gesehen hast, was du denkst, wozu du fähig bist. Aber halten Sie meine Familie daraus. Wir haben genug gelitten. Also das Umswitchen mit du und sie, das ist hier immer... Ach, Norbert, deine Witze, Die sind on point heute wieder. On point. Du weißt nichts über mich und außerdem bin ich nicht diejenige... Diejenige... Die Dinge vor meiner Familie verheimlicht. Kennen Sie die Geschichte von Izanagi und Izanami? Oma, das schon wieder? Ich bin sicher, Aido ist nicht daran interessiert, einen alten Mythos zu hören. Wirklich, wir sollten gehen. Bleib da stehen. Obwohl ich dir diese Geschichte so oft erzählt habe, dass du sie nicht mehr begreifst. Ja, dass du sie nicht mehr begreifst. Ich denke, es wäre nützlich für diese Frau, es zu hören. Izanagi und Izanami waren die ersten Götter, die uns als die Kami bekannt waren. In der Legende waren es die Tropfen des Ozeanwassers, die aus Izanagis juwelenbesetzten Speer fielen und die Insel Japan schufen. Als sie in unsere Länder herabkamen, brachten sie ihre Liebe und Hingabe in die Reiche der Sterblichen. Izanagi und Izanami hatten viele Kinder, die Gottheiten der Natur, die die natürliche Welt um uns herum bewohnen. Eine Zeit lang war das Leben friedlich. Doch als Izanami Kagutsuri, den Kami des Feuers, zur Welt brachte, wurde sie furchtbar verbrannt und erlitt tödliche Wunden. Als sie starb und ihrer Sterblichkeit ins Auge blickte, wurde aus ihrem Leiden neue Kami geboren. Kami, die sich vor dem Licht versteckt hat. Okay. Als Izanami starb, war Izanagi untröstlich und in seiner Wut schlug er das Kind nieder, das seine Liebe tötete. Da er ihren Tod nicht akzeptieren konnte, wagte er sich tief in den Untergrund zu Yomi no Kuni, dem Land der Toten. Halbblind und von Trauer verzweifelt irrte er in der Dunkelheit umher, bis er schließlich die Stimme seiner Geliebten hörte. Obwohl sie ihr Gesicht nicht sehen konnte, bat Izanami mit ihm zurückzukehren. Izanami antwortete, dass sie versuchen würde, die Götter von Yomi no Kuni um Erlaubnis zu bitten, in das Land der Lebenden zurückzukehren. Puh. Ganz schön viel japanische Wörter, Namen, japanische Namen. Ich bin ja da überhaupt nicht so drin in diesem ganzen Japan-Kram. Izanagi, der nicht in der Lage war, sein Verlangen nach seiner Liebe zu zügeln, entzündete seinen Kamm, um auf seine verlorenen Liebe zu schauen. Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Was ihn begrüßte, war der Anblick ihres verwesenden, wurmstichigen Gesichts. Izanagi versuchte entsetzt, aus Yomi no Kuni zu fliehen. Ja, zu fliehen. Und Izanami wütend schickte dunkle Geister, um ihn zu verfolgen und zu ihr zurückzuschleppen. Nachdem er knapp entkommen war, versiegelte Izanagi den Eingang zu Yomi no Kuni mit einem großen Felsbrocken. Es ist unsere Sterblichkeit, die Leid in die Welt bringt, doch ihm zu widerstehen, ist eine Perversion der natürlichen Ordnung. Sterblich zu sein bedeutet, dass wir akzeptieren müssen, dass wir Leben und Tod nicht kontrollieren können. Wow, das hätte sie auch uns ohne diese Geschichte sagen können. Ja, es ist sehr viel zum Lesen. Sehr, sehr viel. Und, Marc, ich habe keine Ahnung, wovon du da sprichst. Ich weiß es nicht. Detective, einige Dinge können nicht geändert werden und manche Türen sollten nie geöffnet werden. Du musst aufhören. Oma, du redest von Geschichten und Mythen. Wir reden von echten Dingen. Die Geschichte mag ein Mythos sein, aber sie enthält Wahrheit. Ja, das mit dem Tod und Leben. Siehst du das nicht? Die Dinge, die du verfolgst, sie sind unnatürlich, unrein. Hört auf meine Warnung und hört mit dieser Dummheit auf. Ich lasse nicht zu, dass sie meine Familie weiter mit einbeziehen. Erst nehmen diese Bastarde meine Emiko, dann tauchst du auf, vielleicht werde ich für meine Sünden bestraft. Mai, komm her, mein süßes Kind. Wir müssen dich von ihr fernhalten. Nein, Oma, ich hab's dir schon gesagt, ich gehe zu Takashi, ich bin jetzt erwachsen. Du kannst mir nicht mehr sagen, was ich tun soll.
Nein, das kannst du nicht. Du kannst nicht gehen. Wir müssen unsere Familie beschützen vor Fremden, Mai. Du machst alte Wunden wieder auf. Lass uns in Ruhe. Lass uns heilen. Heilen? Glaubst du, ich will heilen? Kannst du nicht sehen, wie sehr mich diese Lügen schon verletzt haben? Du bist diejenige, die mich verwundet hat, Oma, nicht Aito. Du bist wahrhaft. Du erzählst uns Geschichten über Kami und Geister. Takashi mag auch Dinge vor mir verbergen, aber wenigstens macht er Sinn. Hä? Griechische Mythologie, okay. Da stecke ich auch nicht so drin. Also nicht so 100%. Dieses Mal wird er mir die Wahrheit über alles erzählen, auch über Mama und Papa. Nein, stopp. Ich sage dir, wie deine Eltern. Ich sage dir, wie deine Eltern. Wie sie. Das kannst du nicht, oder? Du hast mir nie erzählt, wie sie gestorben sind. Die Gründe ändern sich jedes Mal, wenn ich fragte. Nein, Mai, bitte, du musst zuhören. Sie könnten zuhören. Sie sind immer noch da draußen und sie haben mir nicht vergeben. Siehst du das nicht? Sie? Wovon redest du da? Du bist verrückt. Es tut mir leid, dass ich so mit dir geredet habe. Ich komme bald wieder, um nach dir zu sehen. Geh nicht, bitte. Tschüss, Oma. Mach's gut. Bye, bye. Es tut mir leid. Sie ist viel schlimmer geworden, seit du sie zuletzt gesehen hast. Nein, schon gut. Was glaubst du, warum sie uns diese Geschichten erzählt hat? Über Izanagi? Ich weiß nicht. Es war irgendwie gruselig, oder? Sie redet davon, als hätte sie es wirklich geglaubt. Komm, gehen wir zu Takashi. Jo, ne? Kann ich hier nochmal rein? Nein, jetzt will sie uns nicht mehr sehen. Jetzt definitiv nicht mehr. So, dann gehen wir mal zum Bruder. Hallo? Warum? Wo ist es? Hä? Muss ich erst hier rein? Ich muss tatsächlich erst hier rein, um rauszukommen? Oh. Aha, weil hier noch einer mit uns reden will. Ich verstehe. Ich muss ja erstmal was trinken, ne? Ich hoffe, ihr habt heute alle ein bisschen Zeit. Ich glaube, das Spiel geht auch gar nicht mehr so lange, aber wir werden das heute beenden. Habe ich beschlossen, dass wir das heute beenden, denn nächste Woche kommt ein Spiel, was ich hier schon mal in einer Demo gespielt habe und was ganz süß war. Auch wenn es sehr, ja, psychisch ein bisschen gestört war. Darauf freue ich mich schon. Little Miss Fortune hieß es ja, glaube ich. Und das kommt nächste Woche raus und dann wollte ich das streamen. Da habe ich Bock drauf. Und das ist ein richtiges Point and Click. Und da brauche ich wahrscheinlich wieder Hilfe. Na gut, auf jeden Fall wird der Stalker hier wieder mit uns reden. Wo wollen Sie denn hin? Mai und ich gehen jetzt. Was ist? Oh, das können Sie nicht. Ich habe einen Anruf von Mais Großmutter bekommen und sie sagt, dass sie gesundheitliche Probleme hat. Also muss sie bleiben. Ich habe nicht gefragt, was es genau ist. Ich will ja nicht wieder bei meiner Schicht ohnmächtig werden, aber es muss ziemlich schlimm sein, wenn sie anruft. Meist erwachsen. Ihre Großmutter kann sie nicht hier behalten. Gehen wir. Nein, Sie verstehen das nicht. Sie gehen nirgendwo hin. Ach so. Ich muss jetzt wirklich Gewalt anwenden? So viel dazu. Professionalität. Ihr habt alle Eis. Was ist denn da los? Ah, ich hatte vorhin auch ein Eis. Naja, gut. Wir müssen umboxen. Wow. Eito. Das ist aber ein falsches Bild hier, oder? Also, das ist. Was machen Sie denn? Wird er wieder gesund? Er wird in ein paar Stunden wieder aufstehen. Warum hat er uns so aufgehalten? Das hat er noch nie gemacht. Trotzdem hätten sie das nicht tun sollen. Er wird schon wieder. Gehen wir.
Moment, wir können ihn nicht einfach hier lassen. Und wenn er verletzt ist? Natürlich ist er verletzt. Er hat gerade einen Faustschlag bekommen. Oh Manu, du musst doch aber... Du hattest heute so viel Spaß im Freizeitpark. Da hast du dir kein Eis gegönnt. Was? Jetzt muss ich erstmal lesen. Marc, natürlich, deine Hilfe will ich, aber Window neu installieren war jetzt mitten im Stream nicht gerade klug. Und Pudding ohne Haut. Ohne Haut. Leute, ich bitte euch. Pudding ohne Haut. Pudding ohne Haut, das geht ja mal gar nicht. Ekelhaft. Nee, den Pudding kannst du behalten. Wow, Eis 6 Euro im Freizeitpark. Pff. Ist ja nicht schon teuer genug, sowas, ne? Krass. Ja, gut. Dann halt nicht. Moment, wir können ihn nicht hier einfach liegen lassen. Ah ja, genau. Mai gehen wir. Er ist vielleicht nicht der Einzige, der uns aufhalten will. Aber gut, gehen wir. Warum ist Pudding ohne Haut eklig? Das Argument möchte ich jetzt aber mal wissen. Oh, neueste Eisentdeckung! Die würde ich aber auch... Kannst du mir auch mal schicken. Vor allem... Ich hätte mal Bock, richtig veganes Eis zu probieren. Ohne Mist. Bei uns gibt es das aber hier einfach nicht. Also zumindest nicht in meiner Ecke. In Niedrigpreis-Discounter kannst du es einfach vergessen. Ja. Wir müssen... Ach ja, genau. Wir müssen zu ihm. Pudding ist an sich süß. Da, die Haut ist doch nicht süßer als der Pudding. So ein Quatsch. So, wir reisen da jetzt mal hin. Oh doch, eine vegane Sorte gibt es bei uns. Es ist aber so ein Zitronensorbet. Tatsächlich. Das ist vegan. Habe ich mal mich informiert. Irgendwas muss hier nachher auch noch passieren. Ich weiß nicht, aber... Ach. Die Haut schmeckt so ekelhaft. Die Haut ist so ekelhaft. Bei aller Liebe. Mai, was machst du hier? Hat sie dich hergebracht? So ist das nicht, Takashi. Es war meine Idee. Ich habe sie gebeten, mit dir zu reden, aber du hast sie weggeschickt. Diese Frau hat dich fast umgebracht. Du erwartest, dass ich mit ihr kooperiere? Wenn du mit mir reden willst, kannst du selbst kommen. Meine Schwester musst du da nicht mit reinziehen. Nein, wenn ich allein käme, würdest du all meine Fragen ausweichen, wie immer. Außerdem gibt es da etwas, das du dir ansehen musst. Oh. Was ansehen? Wovon redest du? Na, das siehst du doch. Die scheiß Maske. Ich mache das nächste Mal Pudding. Ganz, ganz viel. In mehreren Töpfen. Und sammle für dich die Haut. Und dann schicke ich dir das per Post. Was ansehen? Ah, die Maske. Woher hast du das? Steck es weg. Also, weißt du, was es ist? Ich wusste, dass du mir etwas verheimlichst. Das stimmt nicht. Ich habe es nicht verheimlicht. Es ist nichts, wovon du jemals etwas wissen musstest. Außerdem, warum hat sie sie überhaupt dabei? Warte, wechsel nicht das Thema. Es geht nicht um Aito. Mai, ich verstehe, dass du sauer auf mich bist, aber wir sollten ein andermal darüber reden. Außerdem hat diese Maske nichts mit dir zu tun. Du irrst dich. Damals im April, als Mai von einem anderen Mädchen mit einem Messer bedroht wurde, war es diese Maske, hinter der sie her war. Eine Maske, mit der eure Familie verbunden ist. Hinter ihr war sie her? Ich war wohl dumm zu glauben, ich könnte die Wahrheit über die Vergangenheit unserer Familie vor dir verbergen. Die Vergangenheit? Hat das was mit Mama und Papa zu tun? Ja, und so viel mehr.
Ich habe diese Maske das erste Mal gesehen, als ich ein Kind war, bevor du geboren wurdest. Die Wahrheit ist, dass sie zu einer Sekte gehört, den Kamenkai, der auch unsere Eltern angehörten. Eine Sekte? Du machst Witze. Wie haben sich deine Eltern da eingemischt? Ich weiß, wie es klingt, ich kann es selbst kaum glauben. Sie waren eine Gruppe, die von einem Guru namens Tokimasa angeführt wurde, der ein einfacheres Leben abseits der Heuchelei und Falschheit des Stadtlebens versprach. Unsere Eltern hatten beide einen Masterabschluss und meine Mutter war auf dem Weg zur Promotion. Sie entschieden sich dafür, ihr Leben und ihre Karriere aufzugeben, um einem Mystiker zu folgen und stattdessen in einem Lager zu leben. Die Kamenkai waren damals eine von vielen Gruppen. Ich war ein Kind und verstand es nicht, aber wenn ich darüber nachdenke, wie unsere Eltern getäuscht wurden und was sie mich und Mai durchmachen ließen, ist es unverzeihlich. Die Maske befand sich auf dem Gelände, aber ich weiß nicht, was sie damit bezweckten oder zu tun glaubten. Glaubst du, es gibt noch andere Mitglieder der Kamenkai, die das wissen? Nein, es gibt keine Überlebenden. Sie starben, alle von ihnen, einschließlich unserer Eltern. Tut mir leid, ich erinnere mich nicht an viel davon. Eines Nachts kam Oma in unser Zimmer, wo wir schliefen, und sagte, wir müssten gehen. Das Gelände befand sich im Wald, also war es dunkel und ich konnte kaum etwas sehen, aber sie stürmten weiter vorwärts, mit Mai in ihren Armen und mir im Schlepptau. Als wir einige Tage später wieder in Tokio waren, erzählte mir Oma, dass unsere Eltern tot seien. Sie wirkte nicht traurig, es war, als hätte sie es erwartet. Die Regierung vertuschte vieles von dem, was passiert war, sodass ich nie erfahren konnte, wie sie starb. Ich und Oma haben nicht darüber gesprochen. Sie ignorierte es, als ob meine Kindheit und alles, was in diesen Wäldern passiert war, ein böser Traum war. Ohne sie wären wir wahrscheinlich bei unseren Eltern gestorben. Aber das zu ignorieren, konnte die Wut auf sie nicht vertreiben. Ich frage mich, ob es sie interessiert, was mit uns passieren könnte. Als Gymnasiast habe ich mehr Zeit damit verbracht, über die Kamenkai nachzudenken, als zu studieren. Ich dachte, wenn ich verstehen könnte, warum meine Eltern so bereitwillig ihr Leben aufgegeben und uns verlassen haben, würde ich aufhören, mich so verraten zu fühlen. Aber ich habe mich geirrt. Nichts, was ich fand, gab mir Frieden. Mama und Papa starben als Teil einer Sekte? Ich glaube es nicht. Es ist wahr. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Ich schätze, dass ich meine Gefühle auch vor dir verbergen konnte. Ich denke, für Oma war es zu schmerzhaft, darüber zu reden. Ich glaube, sie hat den Schrein erworben, um ein einfacheres Leben zu führen. Wir mussten es geheim halten. Es gibt keine Möglichkeit, ein normales Leben mit dem Stigma der Kamenkai zu führen. Ich nehme an, das Geheimnis zu bewahren hat uns beide verletzt. Kendo zu verfolgen, gab mir wieder etwas Kontrolle über mein Leben. Aber Oma, die ihre einzige Tochter hinter sich gelassen hat, sie schien immer die Schuld selbst zu tragen. Sie ging abends aus und plapperte, wie sie nach Mama suchte. Als sie nach Hause kam, standen ihre Kleider. Ich hatte zu viel Angst, sie damit zu konfrontieren, also gab ich der Polizei einen Tipp. Sie haben sie in der Kanalisation mit nichts als der Maske herumlaufen sehen. Dieselbe vom Gelände der Sekte, die du jetzt besitzt. Ich war schockiert, als sie mir gaben. Ich hatte sie so lange nicht gesehen und all die unangenehmen Erinnerungen aus meiner Vergangenheit kamen zurück. Da beschloss ich, Kamakura zu verlassen. Es war der einzige Weg, wie ich mit meinem Leben weitermachen konnte. Das erklärt nicht, warum die Maske bei deiner Großmutter gelandet ist. Ich weiß nicht, woher sie hat. Sie schien aus dem Nichts zu kommen. Oder vielleicht hat sie ihr jemand gegeben. Das hat sie nie gesagt. Ich habe die Maske bei ihr gelassen. Ich fühlte mich immer unwohl. Sie hat eine seltsame Aura. Warte, Oma hat nach Mama gesucht? In der Kanalisation? Ich erinnere mich an nichts davon. Du warst damals im Wohnheim deiner Schule. Ach, Wohnheim. Im Wohnheim deiner Schule. Großmutters seltsames Verhalten war Teil dessen, warum ich darauf bestand, dass du auf die Privatschule außerhalb von Kamakura gehst. Ich konnte dich nicht in den Wahnsinn unserer Vergangenheit hineinziehen. Oh Gott. Ich muss mal kurz was trinken und meine Nase ist auch wieder zu. Das ist immer wunderbar.
Wenn dann auch noch die Nase zu ist. Oh, ich liebe es. So, ich muss mal ganz kurz, weil bei mir hier der Stream spinnt. Läuft bei euch noch alles? Ich sehe das nämlich gerade nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich sehe das gerade nicht mehr, ob es noch läuft. Wir trennten uns und jemals darüber zu sprechen und ihr ging es viel besser, als du nach Kamakura zurückgekehrt bist. Detective, wonach genau suchst du? Ach, wunderbar. Wunderbar. Gut, am PC hat sie es aufgehangen, auf dem Handy funktioniert. Stream klappt heute wieder wunderbar. Detective, wonach genau suchst du? Die Geschichten unserer Familie nützt dir sicher nichts. Ich nehme an, du hast gehört, was mit meinem Partner passiert ist. Diese Maske war wieder da, als er starb. Es ist mehr als ein Ornament. Ich muss wissen, woher sie kam. Wenn das stimmt, dann will ich helfen. Ihr Partner, er schien eine nette Person zu sein. Nein, Mai, du hast viel geholfen, aber ich muss das alleine machen. Aito hat recht. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dir das alles nicht früher erzählt habe. Aber du kannst nicht in etwas so Gefährliches verwickelt sein. Okay. Ja, also wie gesagt, bei mir hat es am Rechner gerade aufgehangen. Auf dem Handy sehe ich jetzt wenigstens den Chat. Alles gut. Ich dachte schon, ich hätte dich an dem Tag beim Schrein verloren. Ich würde mir nicht verzeihen, wenn dir jetzt etwas passieren würde. In Ordnung. Danke, dass du mir endlich die Wahrheit sagst, Takashi. Ich gehe erstmal zurück. Ich hoffe, du erinnerst dich, dass ich deine Schwester bin. Ich erinnere mich vielleicht nicht mehr an die gleichen Dinge, aber wir sind immer noch eine Familie. Wir sehen uns später. Wieso sollte er jetzt vergessen, dass sie seine Schwester ist? Danke für deine Hilfe, Mai. Du hast recht, Mai. Ich komme dich bald besuchen. Scheint so, als wäre sie weg. Das geht schnell. Das muss immer so ein Katzensprung sein, ne, bei denen. Also, einfach nur auf die Karte klicken und man ist einfach wieder weg. Alles klar. So, Mai ist nicht hier. Kein Grund, schüchtern zu sein. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Inbesitznahme dieser Maske ihren Tribut gefordert hat. Schon in der kurzen Zeit, in der ich mit ihr in Kontakt war, spürte ich eine ungeheure Dunkelheit dahinter. Ich hatte solche seltsamen Träume und sah Dinge, die ich mir selbst nie erträumt hätte. Sie war schon immer etwas ungewöhnlich, sodass ich es nicht ausstehen konnte, in der Nähe davon zu sein. Vielleicht macht es mich zum Heuchler, dass ich Mai wieder angelogen habe. Ich weiß nur, dass ich nicht will, dass sie verletzt wird. Aber wie du sagtest, ich glaube nicht, dass diese Maske nur Holz und Farbe ist. Aber ich bezweifle, dass uns jemand anderes glauben würde. Das hat noch nie jemand getan, außer einem Mann. Auf dieser Straße gibt es einen alten Teeladen. Ich wusste doch, dass wir da nochmal hin müssen. Vielleicht hast du ihn auf dem Weg hierher gesehen. Gelegentlich ist dort auch ein alter Historiker namens Yasuhisa. Er war der Einzige, der das, was ich über die Maske gesagt habe, als Wahrheit anerkannt hat. Wenn du nach Informationen über die Maske suchst, ist er vielleicht der beste Ansprechpartner. Ich habe das Thema nie angesprochen, aber ich spreche mit ihm gelegentlich über andere Themen. Sein Verstand ist ein Tresor voller wertvoller Informationen. Hoffentlich kann er etwas Licht in die Dunkelheit bringen. Ich hoffe es, aber bitte, Detective, sei vorsichtig. Dieses Zwitschen zwischen sie und du ist echt verrückt. Also gerade bei der Oma hat mich das vorhin verwirrt, dass sie ihre eigene Enkelin gesiezt hat. Okay, Teeladen.